So, dann gucken wir uns mal das Gebiet an, wo hier die Aliens sein könnten. Okay, nach links geht's raus. Oh Gott. Höhenunterschiede. Das ist ziemlich mittig. Also ich starte relativ weit rechts und muss mich nach links wahrscheinlich durchkämpfen. Okay. Ich habe jetzt zwei Scharfschützen dabei. Das ist der Rauchgranatentyp mit dem Sanitätspack. Scharfschütze 1. Der Raketenwerfer und Scharfschütze Nummer 2. Gut. Rücken wir mal langsam aus. Und gucken, ob wir hier schon ein Alien entdecken. Noch ist alles ruhig. Ah, okay, das funktioniert in der Runde nicht. Kann halt wirklich nur bewegen oder feuern, aber nicht beides gleichzeitig. Okay. Dann nehmen wir hier den hier. Feinde gesichtet. Aha. Er sieht jetzt nichts mehr. Der macht hier Feldposten und bewacht das Gebiet. Den stellen wir dahin. Und die zweite Scharfschützin. Die kommt sogar bis hier oben. Na, dann gehen wir doch mal hin und gucken, ob wir da was sehen. Hoffentlich knallen die Aliens jetzt nicht ab. Okay. Ja, dann war die Position auch gar nicht mal verkehrt. Bam! Erledigt. So, die zweite Scharfschützin sieht das Alien nicht, aber die kann sich jetzt auch nicht bewegen. So, dann drehen wir mal die Karte, stellen uns dahin. Oh, der sieht nichts. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Den ziehen wir auch dahin. Und die bewacht das Gebiet. Du auch bewachen, ja. Hab ihn weggefegt. Jawohl! Mit einem Reflexschuss weggesnipert. Perfekt, perfekt. Longbow, du bist der Beste. Gut, gut. Wobei er fast den eigenen Mann hier weggesnipert hätte. Aber okay. So, dann dürfte die Ecke ja clear sein. Cool ist, dass die übrigens hier Spitznamen kriegen, wenn die im Rang aufsteigen. Hier, das ist jetzt Agent oder Soldat Nova.
So, okay. Also der Feldposten ist gar nicht schlecht, habe ich am Anfang gar nicht genutzt, aber mittlerweile bin ich davon eigentlich ziemlich begeistert, muss ich sagen, weil man halt tatsächlich immer die Möglichkeit hat, selbst dann noch einen Schuss abzugeben. Also besser gesagt, einen Schuss abzugeben, wenn die Aliens sich bewegen und er schießt dann automatisch. Und wie ihr gerade gesehen habt, trifft man die sogar. Denn was mir halt nicht so gut gefällt, habt ihr in dem Video gesehen, beziehungsweise wenn ihr die anderen Videos auch geschaut habt, wenn ihr auf Aliens stößt und die sichtet, haben die immer noch einen kostenlosen Free Move. Das heißt, ihr könnt die halt nicht erkennen und dann sofort schießen, weil die bewegen sich, auch wenn die gar nicht an der Reihe sind, meist dann immer noch in Deckung. Das gefällt mir halt nicht persönlich so gut, weil das heißt, ja, man hat halt keinen Vorteil, wenn man die Aliens entdeckt und kann nicht sofort halt schießen. Die bewegen sich halt immer in der Deckung oder in die Deckung. Im Gegensatz dazu kann ich das halt nicht machen, wenn die Aliens dran sind und die auf mich treffen, ja, steht mein Mann halt da so, wie er steht und kann nicht noch halt in Deckung springen. Finde ich halt, haben die Aliens schon einen krassen Vorteil. Warum sie das eingeräumt haben, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also mir hätte es besser gefallen, wenn ich die sichte, dass sie sich nicht bewegen können. So, genug Exkurs in Aliens und deren Bewegung. Machen wir hier ein bisschen weiter. Und gucken wir, dass wir hier oben drauf kommen. Da finden wir nichts, aber die bleiben da oben. Bis ich hier oben das Gebiet selbst eingenommen habe. So, dann können die nämlich eventuell rüber snipern. Wobei es blödsinnig ist, die als Feldposten zu machen, wenn ich erst die anderen bewege. Also verschwende ich eigentlich die Bewegungspunkte. Sprich, andersrum wäre es cleverer gewesen, erst die zu bewegen Ich glaube und dann nicht, dass wir hier Feldposten alleine sind. zu setzen. Ja, dass wir hier nicht alleine sind, glaube ich auch. Nur die Frage ist, wo sind die Gegner? Muss ich jetzt wirklich hier hoch? Ja, komm, gucken wir uns hier oben mal um. Da sehen wir nichts. Okay, Feldpfosten, Gebiet bewachen. Wo sind die Aliens? Okay, einen Sniper ziehen wir nach. Den möchte ich hier langsam auch hier oben hin haben. Oh, du gehst dahin. Und wir beenden den Zug. So, wie schon gesagt, dich möchte ich hier oben haben. Du machst da Feldposten. Und du guckst dich mal hier um. Hier drüben ist er. Aha! Nochmal zwei Sektoiden. Und das ist halt, wie gesagt, dieser Free Move, den ich meinte, dass die jetzt noch in Deckung gehen. Das heißt, ich hätte jetzt, egal wie ich meinen Agenten richtig positioniere, keine Möglichkeit, sofort zu schießen. Sektoiden habe ich schon lebend gefangen. Also brauche ich mich darum jetzt nicht bemühen. Kann ich halt lieber versuchen abzusnipern. Ja, nehmen wir den und gucken. Gleich schreibe ich mir Punkte auf. Jo, der ist weg und das war auch das Holo-Zielen. Das heißt, alle anderen, die hätte ich jetzt nicht getroffen, hätten auf denen eine verbesserte Schussposition gehabt. Ist gar nicht mal verkehrt. So, das ist der letzte im Bunde. Der ist aber schon sehr angeschlagen. Darum, was macht der jetzt? Macht der was? Oder kann die hier schießen? Ah, die habe ich schon bewegt, die kann sich nicht bewegen. Mal gucken, ob, wenn ich jetzt die Wunden heile, ist das Medikit verbraucht? Ist es unendlich? Muss ich es neu bauen? Kostet es dann Geld? Ich
Fragen über Fragen. Ich glaube, ich teste das jetzt einfach mal, weil dann habe ich die Antwort und ja, ihr habt daraus gelernt in diesem Let's Play, ob ihr es neu bauen müsst oder nicht. Und ich möchte es einfach jetzt wissen. Ansonsten würde ich den jetzt hinten behalten, weil ich vermute, dass das hier das letzte Alien ist, weil hier hinten geht's halt nicht mehr weiter. Ich würde es jetzt nicht machen, aber ich will es jetzt halt einmal wissen für später, dann kann ich damit besser haushalten. Wunden heilen. Und ich möchte, ja. Hier schön Eisspray und zack, ist er geheilt. Ah, und beendet auch den Zug, also direkt zwei Bewegungspunkte. Ah, er macht auch Feldposten. Jetzt ist die Frage, der sieht es nicht. Und er sieht es, aber das will ich nicht. Du machst Feldposten. Jupp. Und du gehst in diese Deckung. Aber sieht das Alien immer noch nicht. Ich will es ja sehen und wegsnipern. Okay, dann gehst du dahin. Ah. Nein, nein. Ja. So, und du gehst dahin. Gut, wen haben wir noch? Die haben wir noch. Wie weit kommt die? Gehen wir mit dir da auch dahin. Da hinten ist ja gar nichts los. Und die kann nichts mehr machen. Gut. Hat zwar jetzt nicht getroffen, aber deswegen habe ich ihn ja doch geheilt, falls er getroffen werden würde, wäre er nicht gestorben. Anyways, was ich jetzt mit dem mache, ich schieße zuerst mit dem. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, feuert er jetzt auf das Alien. Egal, ob er trifft oder nicht, kriege ich dann meinen Sniper Holo zielen. Na gut, aber er trifft. Ein weiterer Sieg. Perfekt, perfekt. Gut, die war jetzt relativ easy, die Mission. Ich hoffe, muss ich ganz ehrlich sagen, dass der Schwierigkeitsgrad noch anzieht, weil im Moment ist es wirklich nicht kompliziert. Ich mache hier einen großen Taktik hin und her und es sind im Endeffekt nur vier Aliens, die alle verteilt stehen, strunzdumm sind und ich rush eigentlich einfach durch die durch die Mission durch. Ich hoffe, da kommt halt noch was, dass es schwerer wird. Sonst fühle ich mich doch ein wenig unterfordert. So, einen Verwundeten, 9 Tage krank. Tja, möchte ich mal bitte dann die AU sehen, sonst glaube ich das nicht. 4 Sektoidenleichen, 8 Waffenfragmente. Und neues Gebäude, Werkstatt. Jede Werkstatt stellt 5 Ingenieure für unsere Mannschaft ab. Ah, so kriegt man auch Ingenieure. Perfekt. Verbundbonus 7%. Ja, Einrichtung bauen, weiß ich, wie es geht. Und 4 Ingenieure kriege ich durch den durch die Mission, die ich erfüllt habe. Abgelehnt hatte ich ja Afrika und Nordamerika. Dafür macht sich jetzt Panik breit. Muss ich gucken, dass ich das unter Kontrolle Denken Sie behalte. daran, wir behalten Sie im Auge. So. Nein, da will ich nicht. Da will ich auch nicht hin. Da will ich auch nicht hin. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Ja, genau. Dann geht das nämlich schneller. Das finde ich auch gut. So, Medikit. Ach nein, da sehe ich es nicht. Moment, ich sehe es ja nur bei den Soldaten in der Kaserne, bei Soldatenanzeigen. Scharfschütze, Scharfschütze, Medikit. Ich will nur mal testen, ob der jetzt das Medikit hat oder ob ich ein neues bauen muss. Nee. Also es verbraucht sich nicht. Es geht da tatsächlich nur darum, wenn er Gegenstände baut, wie viele Soldaten das gleichzeitig ausrüsten können. Also ein Medikit im Kampf benutzt, ist nach dem Kampf immer noch da und kann wieder benutzt werden. Habt ihr aber 2 Soldaten und bei 2 Medikits müsst ihr 2 bauen. Perfekt, verstanden. Super Sache für junge Leute. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Was ich jetzt noch machen wollte,
Offiziersschule. Hier kann ich für 50 den Truppenbonus erhöhen auf 5 Soldaten. Das heißt, ich habe einen Soldaten mehr, kann einmal mehr Zeugs mit mir rumschleppen und habe halt pro Runde 2 Bewegungspunkte mit einem Soldaten mehr. Was ist das? Da habe ich nicht das Geld für. Soldaten erhöhen sich doppelt so schnell. Nö, das geht schnell genug. Hier der Abschuss bringt. Ja, okay, ist interessant, aber zu teuer. Aber ich kaufe mir hier jetzt erstmal einen weiteren Soldaten. Bäm! Ehrenmal. Okay, das sind immer noch die 3 Gefallenen von der Tutorial-Mission. Was mache ich hier? Die sind noch am Buddeln. Das läuft, 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 Verstehe läuft. immer noch nicht, was sich die Aliens hier erhoffen. Erforschen sie uns? Warum entführen sie scheinbar willkürlich Menschen? Sie Ja. müssen einem Schema folgen, das wir noch nicht entschlüsselt haben. Ja, klar. Taken und alle anderen Serien, die sich da rumdrehen, haben das ja auch versucht zu klären. Wo sieht man denn hier das Gebuddel? Ach, da wird das freigebuddelt. Ja, doch, das ist die erste Ebene. Das ist. Verstehe, verstehe. Also da wird gebuddelt. Nächstes Ereignis. Ja, gut, dann machen wir mal vorspulen. Dann kriege ich nämlich die Ergebnisse von dem Verhör. Da ist es. Jetzt bin ich gespannt. Also, wie ist es gelaufen, Doktor? Besser als erwartet. Bevor die Kreatur verschwand, war ich in der Lage, einige neue Informationen zu extrahieren. Sie sagen, das Ding hat mit Ihnen gesprochen? Nicht direkt, aber wenn man Zugriff auf das Gehirn einer Kreatur hat, kann man bestimmte Muster erkennen. Aktuelle Bilder und Gedanken. Und worüber hat unser verstorbener Freund nachgedacht? Dieses Bild ist während der Prozedur mehrmals im Gehirn der Kreatur aufgetaucht. Aha. Das kennen wir doch bereits, Doktor. Das ist wohl kaum die Art von Durchbruch, die wir... Und in Ihren Gedanken gab es eine neutrale Verbindung zwischen diesem Bild und diesem. Das ist das Ding, das urplötzlich verschwunden ist, als wir das erste UFO abgeschossen haben. Und lassen Sie mich raten, Sie wollen auch in seinem Hirn rumstochern? Das ist das nächste Teil des Puzzles. Und dieses Mal sollten wir es vielleicht nicht erschießen, sondern lebend fangen. Ja, super, Dr. Wahlen. Wenn das alles hier so einfach wäre. Verhöre den Sektoiden, abgeschlossen. Neues Forschungsprojekt. Fange einen Außenweltler-Alien. Ja, fange reine Energie mit den puren Händen. Ist ja fast wie ein Glühwürmchen fein. Fangen. Oh Mann. Dr. Wahlen, ich hab dich lieb. Nicht. Die stellt hier immer Anforderungen. Strahlenwaffen, Forschungscredits verdient. Aha. Strahlenwaffen? Was? Wie? Wo? Klingt interessant. Experimentale Kriegsführung. Strahlenwaffen. Schalenrüstung. UFO-Energiequelle. Plasmapistole. 40 Waffenfragmente fehlen mir noch. Oh, ich brauche noch 5. Sektoidenautopsie. Ja. Was erforsche ich denn? Strahlenwaffen klingt, aber das braucht 10 Fragmente. Dann brauche ich wieder für die Plasmapistole mehr, ne? Wäre schon cool, wenn ich die Plasma. Also meine normale Pistole macht halt überhaupt keinen Schaden. Wäre halt cool, wenn ich die recht schnell erforschen könnte. Dann könnte ich jedem noch eine Plasmapistole geben, aber ich weiß nicht, was die Strahlenwaffen machen. Strahlenwaffen, was steht denn da? Unsere Erforschung der Alien-Fragmente führte zu der Idee einer tragbaren Laserwaffe. Unsere ersten Prototypen waren ermutigend, aber wir haben noch immer mit dem Problem der Hitzeableitung zu kämpfen. Strahlenwaffen-Forschungscredit eingesetzt, Dauer um 50% verkürzt. Aha. Was passiert denn, wenn ich die erforsche? Mache ich da mehr Schaden? 3 Tage, das geht ja schnell, ne? Wie lange dauert das? 5. Was macht das hier? Ich erforsche mal eben fix das Alien. Eventuell kriege ich ja da einen dauerhaften Bonus auf Schaden oder so. Die Autopsie der von Boah. Ihnen sichergestellten Aliens erbrachte einige interessante Ergebnisse. Das Forschungsteam bezeichnet diese Variation als Sektoid. Der Grund dafür ist der ungewöhnliche Aufbau seiner Organe, die wir für das Ergebnis einer Genmanipulation halten. Wie schon an der Front beobachtet, verfügt auch diese Spezies über so etwas wie
telepathische Kräfte. Okay. Die besagten Psi-Fähigkeiten. Plus, was in diesem genetisch veränderten Blablabla immer durchklingt. Zumindest habe ich das dann immer so im Hinterkopf. Irgendwelche Regierungsprojekte, die dann zufällig sich verselbstständigt haben, ausgebrochen sind und jetzt frei rumlaufen und sich vermehren. Und anstatt zu sagen, ups, wir haben da was freigelassen, oh, es sind natürlich Aliens von fremden Planeten, klingt so immer durch, man weiß halt nie so Conspiracy-Theorien und so, also Verschwörungstheorien, könnte natürlich immer sein. Genug gelabert, wir machen mal weiter. So, nach aktivieren den Scan. Was hat das denn zu sagen, das Alien? Oder besser gesagt, der Autopsiebericht? Was? Labor ist fertig, gut? In Kriegszeiten gibt es immer einen Anführer, einen General. Jemanden, der die Befehle gibt. Das ist bei diesen Aliens nicht anders. Die Frage ist, welche Macht oder Autorität kann so eine Vielzahl an außerirdischen Spezies kontrollieren? Was lässt sie diesen Plan verfolgen? Der Brainbug. Chef von allem. So auch hier, vielleicht. Aha. Aha. Ja, was? Sag an. Wir sind vom bisherigen Erfolg des XCOM-Projektes sehr beeindruckt, Commander. Die letzten Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Und so etwas sagt dieser Rat nicht einfach so. Ja, Mensch. Das sag ich immer danke. XCOM-Projekt, Monatsbericht, März 2015, XCOM-Aktivität. Ratseinsätze ausgeführt, 2, UFOs abgeschossen, 1, Entführung vereitelt, 2, Satelliten gestartet, 1, Forschungsprojekte abgeschlossen, 6, UFOs gestürmt, 1, nein, ich hab's nicht gestürmt, ich hätte es gern gestürmt, aber mir wurde ja hier nicht erlaubt, dass ich stürme. Anyways, Beiträge, plus 375 Paragraphen, Beiträge, Wissenschaftler, plus 2, Ingenieure, plus 2, Wertung A. Panik ist überall. Oh, Nigeria. Da muss ich mal irgendwas tun. Sonst ist Nigeria bald. Ne? Verstehst du? Bleiben in Kontakt, Commander. Anbauarbeiten abgeschlossen. Aushubarbeiten abgeschlossen. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Top, 11 Ingenieure. Jede Hilfe hier unten froh. Ich kann mehr bauen. Oh mein Gott, was baue ich denn jetzt? Baue ich überhaupt was? Der kleine Eindruck, den ich von Ihrer Technologie habe, sagt mir, es gäbe nicht viel, das Sie aufhalten könnte, wenn es Ihr Ziel wäre, die Erde einzunehmen. Ich vermute, Sie haben etwas anderes vor. Ja, wir werden das alles schon verhindern. Alles der Reihe nach. Läuft. Für das läuft. Zu schätzen, Commander. Ja. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Top. Finde ich gut. Satelliten kann ich nicht launchen. Ne? Weil, Die Vernehmungsmethoden von Dr. Wallen sind mit Sicherheit effektiv. Ja, weil. Sie ist nicht an, aber sie ist der Albtraum jedes Aliens. Der Alienflüsterer, ach, und Kanada auch, und Nigeria. Also bräuchte ich 2 Satelliten. Der Alienflüsterer, Dr. Wahlen. Ja. Nein. Einrichtung bauen, ich brauche ein Satellitenkontrollzentrum, weil ich gerne, ne, Satelliten hier starten möchte. Labor, Werkstatt, Satellitenkraftwerk, Satellitennexus, was ist das denn? Ach, denn, oh Gott. Nicht genügend Gegenstände, das Signal, 4 Satelliten, ja, nein. Was ist das? 150 kann ich mir leisten, 5 Energie, 10 Ingenieure, habe ich. Bau, zurück. Nochmal die Position checken, die Labore, Kraftwerke, ja, dann bauen wir hier ein Satellitenkontrollzentrum. Verbundbonus 1 für jedes zweite 2 XCOM, ja, möchte ich bitte bauen. Gut, läuft. Lagezentrum. Genau. Nein, nicht genau. Mann. Ich möchte hier vorspulen. Einsatzleitung. Da.
Sektoidenautopsie. Forschungsprojekt abgeschlossen. Neues Forschungsprojekt. Ein Satelliten. Zielhilfe zielen zur Herstellung. Was? Satellitenzielhilfe? Was sind das? Klone, genetische Manipulation, Implantat. Das gibt die schlimmsten Befürchtungen über die Aliens und ihre Motive. Satellitenzielhilfe. Aktiviere dieses Modul während des Abfangs, um einen sofortigen, zeitlich begrenzten Schub der Zielsicherheit deiner Einheiten zu erhalten. Dieses Modul ist nach dem Einsatz ausgebrannt. Seine Technologie bietet aber den Datenpuls durch unsere Satelliten senden können. Nutze die Option Baukauf Gegenstände in der Technikabteilung, um diesen Gegenstand herzustellen. Hä? Aktiviere dieses Modul während des Abfangens. Okay. Annehmen. Was möchte ich jetzt erforschen? Das ging auch mit 4 Tagen, 3 Tagen. Ich nicht vergessen, ich muss gleich forschen, aber das überlege ich mir gleich. Ich will erstmal gucken, was es kostet. Baue, kaufe Gegenstände. Da kann ich es aber nicht herstellen. Nanofaserweste, Scope, Pult, Medikit. Die hat doch gesagt, ich kann es hier bauen. Hallo, Einrichtung. Laborwerkstatt. Erdwärme. Laborwerkstatt. Satelliten. Kraftwerk. Nein, da kann ich es auch nicht bauen. Dr. Wahlen, wo kann ich das denn bitte bauen? Ach Gott, ich muss auch den Satelliten noch bauen. Das hat mir aber keiner gesagt. Bäh. Also muss ich gleich, wenn ich da das Gebäude habe, noch einen Satellit bauen für 72, um den... das wird aber alles teuer. Ja, verstehe. Dann muss ich hier auch noch 7 Paragraphen für so ein... Zielsicherheit? Nee, das mache ich jetzt nicht. Erstmal weiter forschen. Neuforschung beginnen. Ich möchte jetzt mehr über den dünnen Mann bitte wissen. Projekt beginnen. Der Große wird inoffiziell als dünner Mann bezeichnet. Erste Tests haben ergeben, dass die Aliens versucht haben, die genetische Struktur zu verändern, um ihn möglichst menschlich aussehen zu lassen. Bei näherer Betrachtung fällt jedoch auf, dass die Veränderung der Augen, die wie Reptilienaugen aussehen, problematisch gewesen sein muss. Immer diese Genetik. Hoffen wir mal, dass sich die Genforschung da nicht irgendwann rächt. So. Das läuft, läuft. Einsatzleitung, Knarraktivität scannen. Dynamanautopsie. Ah, das geht ja hier echt fix. Keine Zwischenmission. Okay. Neues Forschungsprojekt. Bla 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 bla. Mr. Freeman. Hat nichts gebracht. Strahlenwaffen. Ja, komm, mach, oder? Eine Schalenrüstung? Macht die noch mehr? 10 Legierungen. Feste Panzerrüstung. Es sieht dauerhaft. Muss ich die auch wieder in den Rucksack packen? Kann ich dadurch die Standardrüstung ersetzen? Aber dauert 8 Tage. Komm, ich mache hier die Strahlenwaffen. Aber ich habe kein Geld, um sie zu bauen danach, ne? Was nehme ich denn dann? Ja, komm, ich erforsche die jetzt auf jeden Fall mal. Und danach warte ich auf die Plasmapistole. Da fehlen mir 5 Fragmente, ne? Unsere Erkenntnisse über plasmabasierte Waffen stammen bislang von erbeutete Alien-Ausrüstung. Die intakte Plasmawaffe, die wir bis jetzt erbeutet haben, hat uns unglaubliche Fakten vermittelt und es ist durchaus möglich, dass wir eine für uns optimierte Kopie anfertigen können. 16 Tage. In 16 Tagen habe ich bestimmt neue. Mehr Bums, mehr Schalen. Nein, komm, ich mache hier die Strahlenwaffe. Projekt beginnen. Ja, hallo? Projekt beginnt. Ich hatte erwartet, dass dies eine dringende Forschungsaufgabe sein wird, Commander. Ja. Ich weise dem Projekt direkt Ressourcen zu. Genau. Mehr Bums ist mehr gut. Und überhaupt. Wow. So. Scan. Aha. Auf den Schirm. Verschiedene Entführungsfälle auf dem Hologlobe.
Ich habe die Koordinaten gespeichert. Mein erster schwerer Einsatz. Panik 9, Wissenschaftler 4 in Cordoba, Argentinien. Manchester, schwer, neuer Rekrut. Und keine Panik. Und USA, schwer, Ingenieure 4. Ja. Na klar, ich meine, aufgrund der Panik nehme ich jetzt die Baltimore in USA, kriege die Ingenieure und sage bestätigen. Wie kann... Oh, okay, ich probiere das jetzt mal. Ich habe jetzt zwei Scharfschützen. Ah, ich habe hier noch einen Rekrut. Wenn ich den entferne, was passiert dann? Einheit wählen. Ah, die anderen sind verletzt. Dann nehmen wir hier den, Chenchen. Xiao Chenchen. Oh Mann. Du kriegst bearbeiten, Bewaffnung, Medikit. Jawohl. Scharfschütze Longbow kriegt Scope. Soldat Schmidt kriegt Scope. Nein, du kriegst, was kriegst du? Du bist hier der Nanofaserwestenmann. Denn, wie ist das jetzt geändert? Ach, ja, ich habe genug Scopes, okay. Ja, also das nehmen, ist mir egal. Aber du musst hier den Tita-Taser kriegen. So, ein Medikit, drei Scope-Burschis und ein Pulsbogen auf dem Desperado, meinem Nahkampf-Shotgun-Apparat. Und damit fliegen wir los. Entführung durch Aliens. Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Ja, dann fangen wir den Angriff mal an. Machen Sie sich einsatzbereit. Unser Operationsgebiet liegt in den Vereinigten Staaten. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen da runter und alle Feinde ausschalten. Operation Verdrehter Dolch. Erkunden Sie den Entführungsschauplatz und identifizieren Sie Gegner. Schalten Sie alle gegnerischen Aliens aus. Und das Ganze mit der Schwierigkeit schwer. Das macht mir jetzt schon ein bisschen Angst. Aber, wir starten. Central, Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Gut, wie immer an der Stelle, F10 fürs Speichern.